Hallo, hallo! Ein Video. Eigentlich wollte ich es nachher beim Spazierengehen machen, aber ich will es sofort machen, damit es nicht verloren geht. Es gibt keinen Grund, sich nicht gut zu fühlen. Und ich möchte dir jetzt mal erzählen, was wir die ganze Zeit machen und was wir alle machen. Weil das ist ein Automatismus und den gilt es zu erkennen und zu verändern zu unseren Gunsten, zu meinen Gunsten. Kennst du das? Automatismus. Ich bin nicht gut genug, weil ich nicht regelmäßig Yoga mache. Ich bin nicht gut genug, weil ich nicht auf mein Essen so achte, wie man auf sein Essen achten sollte. Ich bin nicht gut genug, weil ich keinen Partner an meiner Seite habe. Oder ich bin nicht gut genug, weil der Partner an meiner Seite nicht so und so ist, wie ich mir das vorstelle, weil der mich nicht liebt, wehrt und wünscht. Ich bin nicht gut genug, weil das und das in meinem Leben nicht funktioniert. Ich bin nicht gut genug, weil mein Bankkonto den und den Stand hat. Ich bin nicht gut genug, weil ich zu wenig Freunde habe. Ich bin nicht gut genug, weil ich zu wenig Zeit für meine Freunde habe. Ich bin nicht gut genug, weil ich mir zu wenig Zeit für meine Familie nehme. Ich bin nicht gut genug, weil ich mit dem Hund nicht oft genug spazieren gehe. Ich bin nicht gut genug, weil. Merkst du das? Den ganzen Tag, unser ganzes Leben lang, beschäftigen wir uns genau mit Gedanken dieser Qualität. Und dieses sind die Gedanken, die sich gegen uns richten, permanent. Wir haben einen Automatismus gelernt für Gedanken, die sich gegen uns richten. Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir das eins erkennen, was da die ganze Zeit gegen uns in unserem Kopf rumschwirrt. Und das sind Energien, das sind Gedanken, das ist meine Ausstrahlung, das ist meine Kreation. Das kreiere ich. Ich kreiere mich als eine Frau, die aus so vielen diversen Gründen, wie ich es vorher genannt habe und wie du wahrscheinlich noch die Liste unendlich erweitern kannst, ich bin eine Frau, die deswegen nicht gut genug ist. Und diesen Stempel gilt es jetzt uns abzunehmen und zu sagen, was für einen Bullshit habe ich mir ein Leben lang erzählt? Wie denke ich den ganzen lieben langen Tag über mich? Weil letztendlich es ist immer über mich. Ich denke immer über mich. Es geht immer auf mich zurück. Ich bin nicht gut genug, weil da draußen ein Mensch mich nicht so behandelt, dass ich gut genug bin. Ich werde von der Welt, vom Leben, von den Menschen, von meinen Kunden, von meinen Bekannten, von meinem Partner, von meinem Liebhaber behandelt wie ein Mensch, der eben nicht gut genug ist. Und überall wird es mir gezeigt. Und es ist so, so einfach zu verändern. Indem ich anerkenne, dass es Bullshit ist, was ich mir erzähle. Das ist das Wichtigste, das verdammte Lügengerüst einfach mal zum Einbrechen bringe und sage, so ein Scheiß, warum bin ich nicht gut genug, bloß weil ich nicht irgendetwas erfülle, was ich denke, was erfüllt werden muss, damit ich gut genug bin. Buh! Weg damit. Ich bin gut genug, weil ich immer gut genug bin. Und es gibt, Achtung, keine einzige Bedingung, die ich erfüllen muss, um gut genug zu sein. Weil all diese Bedingungen, die sind Bedingungen. Aber ich brauche keine Bedingung. Und das ist eben auch das, was viele nicht verstehen, wenn es hier heißt, bedingungslose Liebe. Ich bin bedingungslose Liebe. In unserer Welt heißt das, ich bin bedingungslos gut. Ich bin bedingungslos komplett in Ordnung, ohne dass ich eine Bedingung erfülle, ohne dass ich irgendetwas tun oder machen muss. Ich darf eine Person sein, die so in Ordnung ist
Und zwar nicht so in Ordnung ist mit ihren ganzen Fehlern und bla bla bla, sondern ich darf eine Person sein, die keine Fehler hat. Weil diese ganzen Fehler habe ich mir nur kreiert, unbewusst. Ich sage nicht, dass wir da jemals etwas bewusst gemacht haben. Aber in dem Moment, wo es uns klar wird und wir wissen, wie dieser ganze Ablauf, diese ganze Kreation des Lebens funktioniert, wirklich funktioniert, bin ich bewusst. Und in dem Moment, wo ich bewusst bin, geht es darum, dass ich lerne, bewusst zu kreieren. Und dann geht es eben auch darum, bewusst zu wissen, wie steuere ich dieses Leben da draußen durch mich. Ich steuere es dadurch, wer ich bin. Und ich darf ohne eine Bedingung jetzt und hier entscheiden, wer ich bin. Und wenn ich jetzt noch sage, ich bin Liebe, dann heißt es nichts wie, ich werde geliebt. Bedingungslos. Von wem denn? Die sind alle so böse zu dir. Von mir selber, weil ich plötzlich erkenne, dass ich diejenige bin, um die es geht. Dass mein Seinszustand derjenige ist, der alles da draußen kommandiert. Kommandiert! This is crazy. I know. Aber es ist so. Es ist die Wirkung. Ich kommandiere meine Kreationen. Ich sage, wer wie zu mir zu sein hat. Ich bin mit Fehlern behaftet. Ihr da draußen habt es mit einer Person zu tun, mit mir, die ist total mit Fehlern behaftet, die ist nicht gut genug, weil sie macht so viele Dinge nicht gut genug, wie sie sie eigentlich machen müsste. Sagt's mir bitte, sagt mir, dass ich nicht gut genug bin. Das ist das, was die Energie macht. Ja, das ist das, was meine Überzeugung macht. Sie gibt Aufträge, mir zu beweisen, dass meine Überzeugung die ist, die ich habe. Und wenn ich mich selber verändere und diesen ganzen Kram durchschaue, wie es geschieht durch mich, mein Wille geschehe, dein Wille geschehe, mein Wille geschehe, unser Wille geschehe, es geschieht immer. Und es ist nicht der willentliche Wille, das ist nicht der bewusste Wille, aber es ist der unbewusste Wille. Wenn ich will, dass ich nicht gut genug bin und ich will, natürlich nicht gerne, natürlich nicht absichtlich, aber wenn ich mir das einrede, dann wird das Leben, dann wird das Leben da draußen mir das zeigen. Und dann kann ich das Leben da draußen so nehmen, wie es ist. Es zeigt mir meine innere Welt. Und meine innere Welt kann ich doch verändern. Es ist meine innere Welt. Es sind meine Ansichten. Es sind meine Überzeugungen. Und es sind meine Bedingungen. Und solange ich Bedingungen brauche, dann kreiere ich sie mir so, dass sie für mich sind. Und wenn ich dann irgendwann mal so weit bin, dass ich sage, wenn ich sowieso Kommando gebe, dann gebe ich einfach Kommando und zwar bedingungslos. Ja, das geht wirklich darum, das ganz, ganz klar und tief zu verstehen. Und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich diese Person sein. Dann kann ich es mir erlauben, weil ich weiß, es gibt keine Bedingung, die irgendwie sagt oder bedeutet, wer ich sein darf. Sondern die Wahrheit ist, ich bin ein göttlich bedingungsloses Wesen, das hier ist, weil es geliebt wird, auch wenn es nicht erkennen kann, und das hier ist, um zu lieben. Weil deswegen bin ich ja auch immer so super traurig, wenn Beziehungen kaputt gehen, wenn Freundschaften kaputt gehen, weil ich da nicht mehr lieben darf. Ich bin hier, um geliebt zu werden und zu lieben. Und alles, was eine Bedingung ist, dass ich das mir erlauben kann, ist eine Lüge. Macht mir das Leben schwer, versaut mir das Leben, braucht es nicht. Und deswegen fängt es an bei meinem Seinszustand, dass ich ohne eine einzige Bedingung postuliere, sage ganz klar, was es heißt, wenn ich
ein absolut in Ordnung geliebtes und liebenswertes Wesen bin? Mit welchen Gedanken gehe ich durch die Welt? Mit welchen Ansichten gehe ich durch die Welt? Was für Kreationen mache ich dann durch meine Ansichten, durch meine Überzeugungen? Und das ist etwas, was wir niemals gelernt haben. Es ist etwas, was dem 100% entgegensteht, was wir gelernt haben. Und deswegen ist es so, so schwer, es anders umzusetzen. Und nur dann, wenn ich dieses ganze Spiel durchschaut habe, diese ganzen Spielregeln, wenn ich weiß, dass wer ich bin, wenn ich weiß, wieso ich der Ausgangspunkt bin, wieso ich so machtvoll bin und so kraftvoll bin, wenn das mein Verstand irgendwann mal angenommen hat und gesagt hat, oh Mann, du bist ja ganz jemand anders, als du bis jetzt immer dachtest. Aber ich akzeptiere das. Ich weiß, dass du einem riesen Haufen von Lügen aufgesessen bist, dass du so viele Lügen über dich, über die Welt, über die Zusammenhänge, Funktionsweisen, Bedingungen dieser Welt geglaubt hast, wenn dein Verstand sagt, oh mein Gott, es ist ja ganz anders, es funktioniert ja alles ganz anders, als du dachtest. Das ist der klassische, du bist nicht mehr Opfer, sondern Schöpfer. Ja, aber wieso bin ich jetzt Schöpfer? Ich war ja schon immer Schöpfer. Aber es geht darum, oh, ich sehe es jetzt, ich sehe die Wahrheit, ich sehe die Zusammenhänge. Der Vorhang ist gelichtet, ich kann hinter diesem Vorhang schauen, alles geht weg, jeder Hass, jede Groll, jede Wut. Ich muss gar nichts mehr verzeihen, weil ich einfach weiß, was gibt es hier zu verzeihen? Ich habe in der Dunkelheit, in der falschen Vorstellung, habe ich hier in einer Welt von falschen Vorstellungen gelebt. In einer Welt, die gegen mich ist, die mich nicht unterstützt, die mich arm macht, die mich ungeliebt macht, die mich einsam macht. Der Vorhang geht auf. Ich sehe die Klarheit und die Wahrheit. Puh. Ja, einfach so. Poh. Und das ist einfach diese Wahrheit, von der ich spreche. Das ist diese Klarheit, von der ich spreche. Und da ist nichts Hokuspokus, sondern es ist tatsächlich nur, dass du diese Zusammenhänge verstehst, wie du einfach das Universum bist und wie du hier auf die Welt gekommen bist, um zu erkennen, dass du das Universum bist, dass da kein Universum außerhalb von dir ist und dass du das alles so wunderschön machen kannst für dich und für alle, die du in dein Leben reinkreierst, für jeden Menschen, für jede Blume, für jedes Tier, kannst du den Himmel auf Erden kreieren. Und vielleicht ist es jetzt ein bisschen so crazy, wow, was labert die Alte? Aber dein Herz weiß, dass es genau so ist. Dein Herz, dein Innerstes, deine innere Welt, deine Göttlichkeit, deine Seele, deine Resonanz zu der Wahrheit, mit der du geboren bist. Du bist ein Resonanzkörper für die Wahrheit. Weil wenn du mit der Wahrheit resonierst, fühlst du dich wahnsinnig gut. Wenn du mit der Lüge resonierst, fühlst du dich scheiße. So einfach ist es. Und deswegen spürst du jedes Mal, wenn es wahr ist. Und da brauchst du, das ist nicht Intuition oder irgendwas, sondern das ist Wahrheit. Das ist Energie. Das ist jeder Gedanke, jedes Wort ist einfach wahr oder falsch. Null oder eins. Und du spürst, wenn es richtig ist. Nur dein Kopf erzählt dir halt immer noch die alten Lügen. Und dann kommst du in diese Dissonanz. Und dann, was soll ich machen? Soll ich auf mein Herz oder auf meinen Kopf hören? Und auf dein Herz hören heißt nicht immer unbedingt gerade etwas machen, gerade etwas umsetzen, sondern es heißt, jemand zu sein, der sich wohlfühlt, der sich selber liebt, der sich mag, der mag, dass er hier ist, der mag, dass er so viel Kraft hat, der mag, dass er so viel Power hat, der mag, dass er hier so viel bewegen kann. Und darum geht es erstmal, diesen Seinszustand sich zu erlauben. Und der ist gewollt für jede Person. Es ist niemals gewollt. Und wenn ich mir diesen Seinszustand nicht erlaube, sondern einen Seinszustand, wo ich fehlerhaft bin, dann werde ich halt auch krank. Dann werde ich halt auch arm. Dann habe ich halt auch Probleme.
dann bin ich halt auch ungeliebt. Und ich möchte mit dir über das reden, ganz, ganz oft und ganz, ganz viel, weil du weißt, dass ich recht habe, weil es sich gut anfühlt. Also, vielleicht hat dich das inspiriert, wie kann es weitergehen, was kannst du jetzt machen? Es geht in erster Linie um das Verstehen, um diese Klarheit. Dein Verstand wird dich nirgendwo hinführen, wo er das Gefühl hat, das ist nicht okay. Wo er das Gefühl hat, du musst deinen Verstand mit an Bord bringen. Dein Verstand muss dabei sein. Das ist diese Herz- und Hirnkohärenz, aber die geht nicht durch sondern und Meditation allein, sondern die geht durch Verstehen, durch Verständnis. Du musst wissen, was will mein Kopf, warum will er das, was will mein Herz, warum will das, warum ist da keine Kohärenz. Ich kann dir das alles erklären. Und in dem Moment, wo es Klick macht, wo du es verstehst, wirst du nie wieder was anderes glauben. Wenn du verstanden hast, dass 1 plus 1 2 ist, dann kann jeder daherkommen und kann dir sagen, nein, 1 plus 1 ist 3. Und du sagst, no way, ich habe verstanden, warum 1 plus 1 2 ist. Und ich lasse mich nicht mehr irgendwie davon abbringen, dass es anders ist. Und genau das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen diese Erkenntnis, diese Klarheit, diese Wahrheit. Und dann können wir unterscheiden. Und wenn wir dann mal erkennen, dass wir halt einfach nur mal auf dem falschen Trichter waren. Eine Klientin von mir, die hat mal erzählt, dass sie, wo sie es verstanden hat, hat sie gesagt, oh mein Gott, ich glaube, ich war immer am falschen Tropf. Ja? Wenn du dir das so vorstellst, ich bin am falschen Tropf gegangen, ich hab mich falsch genährt, ich habe mich mit den falschen Gedanken, Ansichten, Überzeugungen ernährt. Ich bin als Wolfskind, habe ich auch mal ein Video gemacht, ich bin als Mensch unter die Wölfe gekommen und habe gemeint, ich bin ein Wolf und jetzt merke ich, ich bin Mensch. Und genauso ist es. Ich bin hier als Gott unter die Menschen gekommen und ich merke eigentlich, dass ich immer noch Gott bin. Ich weiß, die Kirche und die Religion und alle, wie spinnst denn du? Das kann man doch nicht sagen. Aber je mehr und mehr du da reinsteigst, dahinter steigst und je mehr und mehr du es eben bedingungslos ansehen kannst, dass du erkennst, dass es einfach hier um Energien geht und dass Informationen Energien sind, die sich manifestieren. Und diese Informationen kommen aus deinem Kopf, diese Informationen gibst du sozusagen ins Feld. Und da ist so viel Hokuspokus dahinter und die wenigsten sagen dir, wie es zu tun ist. Und ich sage dir, wie es zu tun ist und ich sage dir, warum es so zu tun ist, wie es so wirkt. Ich mache dir kein Wischiwaschi-Hokus-Pokus-Fidibus. Ich sage dir, wer du bist. Ich sage dir, warum du so bist. Ich sage dir, wie du wirkst. Und ich sage dir, wie du deine Wirkung so haben kannst, dass du im Außen ein Wirkfeld ersiehst, eine Manifestation siehst, die dir so gut gefällt, die dir so entspricht, die deins ist, dein Wahres ist, nicht deins ist in dieser Welt, nicht deins ist im Human Design, sondern deins ist, weil es deins ist, weil es du bist, weil es du wirklich bist. Und wir fangen damit an, dass wir am Sonntag um 19.30 Uhr hier in der Gruppe, ich weiß nicht, ob ich es auf YouTube poste, wenn ich es auf YouTube poste noch dieses Video, dann komm in die Gruppe. Von mir, da ist unten unter der Beschreibung, wenn ich es auf YouTube poste, Extraordinary Life, da mache ich dieses gratis, die Weinhimmeln und noch ein Coaching zu Selbstliebe, weil es ist immer Selbst und wenn ich dieses Selbst nicht lieben kann, dann ist es nicht das wahre Selbst, ja, das ist dann nicht das, was ich bin. Wenn es da irgendwelche Sachen an mir gibt, die ich nicht lieben kann, die mich abhalten von Selbstliebe, dann ist es hier eine gesponnene Lüge in meinem Kopf, die mir sagt, warum ich nicht liebenswert bin. Und da mache ich noch ein Teaching dazu, 19.30 Uhr, diesen Sonntag. Danach habe ich dann den Mastermind Call, The Foundation. Auch da könntest du immer noch dazukommen, in dieses dreimonatige Mastermind, das dein Leben verändert.
Dann kannst du zu mir nach St. Moritz kommen, einen VIP-Tag genießen, wenn du das möchtest. Diese Möglichkeit gibt es auch im Februar. Und dann kannst du natürlich immer noch einen 1:1-Booster haben, wo dir vielleicht den Einstieg hilft. Und dann kannst du noch ein Gratisgespräch von 20 Minuten mit mir buchen, das dir vielleicht auch hilft, auf diesen Weg, auf deine Divine Design Reise zu gehen. Aber es ist die Reise und glaube mir, ich habe es selber erfahren. Es gibt nichts anderes. Ich habe so viele andere Sachen gemacht. Aber du willst das Große, du willst das Ganze, du willst dein ganzes Leben einfach außergewöhnlich machen. Dann musst du lernen, dir zu erlauben, zu erkennen und dass du außergewöhnlich bist, ein außergewöhnlicher Mensch. Dass das ganze Gewöhnliche hier eine Lügengeschichte ist, dass du außergewöhnlich bist, sowieso. Wir sind alle auserkoren, hat auch so einen miesen Touch. Aber dass wir uns das erlauben, dann gibt es da niemanden mehr auf dem Podest, dann gibt es niemanden mehr, der Macht über uns hat, dann gibt es niemanden mehr, den wir verzeihen müssen, dann gibt es niemanden mehr, wo wir wütend werden, sondern da haben wir ein außergewöhnlich gutes Leben. Und du bist hier, um ein außergewöhnlich gutes Leben zu erleben, zu kreieren. Aber dazu musst du dir erstmal erlauben, diese außergewöhnliche Person zu werden. Weil wie willst du als mittelmäßige Person, die du dich jetzt vielleicht noch aus falscher Lügenperspektive betrachtest, wie willst du diese mittelmäßige Person in ein außergewöhnliches Leben bringen? Es geht doch nicht. Und deswegen scheitern auch so viele, weil sie meinen, ich muss jetzt hier ganz, ganz viel Außergewöhnliches irgendwie da draußen kreieren und ich bin immer noch diese mittelmäßige Person. Und dann fühlt sich's gar nicht gut an. Und dann habe ich immer noch nicht das, was ich will. Und dann fehlt immer noch was, weil ich fehle. Weil ich der einzige gemeinsame Nenner von allem bin, was ich hier kreiere, erlebe. Und wenn dieser einzige gemeinsame Nenner von allem sich scheiße fühlt oder nicht gut genug, dann wird sich alles, was ich kreiere, genauso anfühlen. Will ich das? Nein. Kann ich es verändern? Ja. Brauche ich dazu viel? Nein. Eine Überzeugung, ein Dranbleiben, ein Wissen, ein Verstehen und ein nicht mehr abdriften in eine alte Welt, die voll mit Lügen ist, die nicht das sagt und die dich nicht an das erinnert, was du wirklich bist. So, jetzt war es das für heute. Ich hoffe, ich sehe euch alle um 19:30 Uhr. Es geht nur eine halbe Stunde, weil ich um 20 Uhr dann schon den Mastermind-Call habe. Aber es soll einfach nur hier vor allem für euch von mir ganz, ganz viel Input geben, der resonieren kann, wo irgendwann mal der Aha-Effekt kommt und sagt, wow, es geht nur um mich, es geht nur um mich und das ist nicht Ego, sondern das ist die Wahrheit. Also, schön, dass du da warst. Ich freue mich riesig, wenn ich irgendetwas bewirken kann, um die Welt genau zu dem Ort zu machen, zu dem sie gedacht ist und uns alle Menschen zu den Menschen zu machen, für die wir gedacht sind. Also, happy day. Ciao.